Wenn es dann jetzt Fragen gibt. Ja, ja, Augenblick, lass mir auch mal ein paar Minuten Zeit. Ne? Also ein paar Minuten, dann könnt ihr euch die Fragen überlegen. Ja, also bist du glücklich und zufrieden? Hast du schon alles erreicht? Ich habe auf der Boot, ich bin einmal fast gestorben. Und ich bin eigentlich damit recht, mit deinen ausgebildeten Energien hier in die Mäuse zu schießen. Ja. Rücksichtnahme ist mit Gefühl. Richtig. Mein eigener Lehrmeister hat so viel mitgefühlt, dass er mir jedes Mal empfindlich auf die Füße getreten ist, wenn er irgendwas falsch gemacht hat. Und ich war ihm extrem dankbar. Mitgefühl heißt, wenn ich sehe, dass da ein giftiger Stachel im Fleisch sitzt und ich ziehe ihn raus und es tut weh und dann sagt jemand, ich habe kein Mitgefühl, dann habe ich nämlich wirklich kein Mitgefühl, wenn ich nicht den Stachel raus. Oder? Ja, das ist ja, weißt du, ich sag, natürlich kann ich nur bei mir selber rausziehen, aber ich kann dem anderen darauf aufmerksam machen, dass dieser Stachel da drin sitzt und weh tut. Oder? Also, und es tut weh. Ja, ja, ihr wollt alle diese Friede, ich hab doch gesagt, ja? Hört doch weg, wenn es euch nicht passt. Ja, ja, das ist doch deine Meinung, das ist deine Ansicht, weißt du? Deswegen habe ich doch gefragt, ich lasse doch jeden glücklich sein, wenn er glücklich sein will. Wenn du auf deinem Wege glücklich gewesen bist, ja, was habe ich jetzt in dir ausgelegt? Wo kommt dieser Ärger oder wo kommt dieser Hass denn her? Kommt doch von mir. Ich weiß, dass die Leute solche Magien drauf haben und ich finde einfach eine Frechheit, wenn ein ausgebildeter Mönch auch solche Magie benutzt, um seine Ziele hier zu erreichen. Magie? Welche Magie benutze ich? Oho, das ist ja auch interessant. Ich wusste gar nicht, dass ich magische Fähigkeiten habe. Vielleicht sollte untersucht werden. Ja, natürlich. Ja, das ist, davon habe ich anderthalb Stunden gesprochen, das Leid zu untersuchen. Ja. Aber das war jetzt so mit der Kacke, und so, wenn jemand ein Kind kriegt, dann hat er wenig mit der Kacke zu tun, da brauche ich nicht Mönch werden. Und wenn ich Leid sehen will, dann brauche ich auch bloß auf den Berg gehen oder irgendwelche Unfälle, da sehe ich Leid ohne Ende. Die Rückseite der Medaille, die ist überall allgegenwärtig. Ja? Ich habe die meisten auch hier, viele haben wahrscheinlich Kinder, die haben das mitgemacht, oder wenn sie in einer Beziehung steckt, da hast du auch Auseinandersetzungen, die gehen emotional an die Grenzen. Ich meine, jetzt, der Mönch ist ja in deiner Art durch die beschauliche Lebensweise und verinnerlichte Lebensweise berufen, von so einer feinen Struktur aus die Dinge zu beleuchten. So die grobe Struktur, die eher so das gewöhnliche Leben darstellt. Ja, wenn ich zu Menschen und Nonnen spreche, dann spreche ich auch auf eine andere Art und Weise. Ich muss doch die Leute da abholen, wo sie sind. Dein Mitglied steckt doch mitten im Leben, dann muss ich sie doch da abholen, oder? Ihr könnt doch nicht einfach davon ausgehen, dass ihr schon oben im Himmel seid. Dann würde ich doch anders sprechen. Wenn ich mich mit Nonnen und Mönchen unterhalte, dann spreche ich was ganz was anderes. Du musst doch die Leute da abholen, wo sie sind. Ich kann doch nicht einfach erwarten, wenn ich nach Stuttgart komme, kann ich doch nicht erwarten, dass die Leute in Berlin sind. Du musst sie doch in Stuttgart abholen. Und wenn sie in München sind, muss ich sie doch in München abholen, oder? Ich glaube, sie haben sie abgeholt. Ja, du sprichst doch nur von dir. Du sprichst doch nicht von den anderen an. Ich habe von betroffenen Gesichtern aus von ein paar Leuten, die ich vielleicht als Kleinen nicht kenne. Und die restlichen habe ich dann nicht gesehen. Ich kenne alle wirklich sehr schwierig. Also ich möchte sagen, du sprichst nicht für mich. Ja, für mich auch nicht.
Für den schönen Tag in der Führung. Das ist der Ärger, der in dir hochkommt. Und das und ist der Widerstand. Ja, Widerstand. Und was ist Widerstand? Dukkha. Ja. Ja, also. Dann hast du es doch gesehen, dann habe ich dir doch wenigstens was zeigen können. Dass da noch großer Widerstand ist. Weißt du, wenn du nämlich, wenn du das wirklich verinnerlichen wirst, wenn da nichts mehr hochkommt, dann hast du es Gier und Haschen überkommen. Aber wenn da Widerstand hochkommt, und da kam extremer Widerstand hoch, dann hast du doch noch voll, so im vollen Maße hast du es doch noch alles. Wenn ich deine Fragen vollständig beantworte, bin ich gestellt. Aber lass doch mal andere fragen, oder? Was kannst du nachher aufreden? Du kannst das nachher. Ja? Ich wollte nur mir zeigen, dass ich auch so kann, auf meine Weise. Ja? Weißt du, hier im Westen gibt es so viele Leute, na, die denken, sie sind klüger als der erhabene Buddha. Setzen sich auf seinen Kopf und scheißen drauf. Sie denken nämlich, sie müssten dies nicht machen oder jenes nicht machen. Sie müssten sich nicht an das halten oder an jenes halten, weil sie alle viel, viel klüger sind als der erhabene Buddha. Und der erhabene Buddha, wie wir wissen, hat sich überhaupt nicht vorbereitet, hat nicht seine 10 Vollkommenheiten entwickelt. Ansonsten hätte er nämlich nicht Buddha werden können. Und wie viele Äonen von Leben hat er dahin gegeben? Aus Mitgefühl, um die Großzügigkeit zu erwerben, um die zu perfektionieren, um die Hingabe zu perfektionieren, um diese anderen alle. Aber es gibt hier Menschen, na, die haben überhaupt nichts von denen, aber sie sind klüger als der erhabene Buddha. Und das finde ich schade. Wirklich schade. Wir kommen daher. Wir haben unseren Geist trainiert in der Universität. Wir haben vielleicht 2 oder 3 Studien abgeschlossen. Und dann kann man sofort daraus schließen, da war der Buddha falsch, da lag der Buddha falsch, da lag der Buddha falsch. Das gilt nicht für uns, das gilt nicht für uns, das gilt nicht für uns. Aber die Vollkommenheit von Hingabe, von Großzügigkeit, die in all seinen, wenn er die Chakras gelehrt, einige Mal ein bisschen gelesen hat, dann ist der Wasser dahin gegeben hat, wie er sich aufgeopfert hat, wie er sich entwickelt hat, wie viele Schwierigkeiten er durchgegangen ist für uns, um uns den Weg zeigen zu können. Und jetzt stellen wir uns einfach hin, scheißen auf den Kopf des Buddhas und sagen, wir sind klüger als er. Der nächste Buddha ist noch gar nicht gekommen. Die Lehre des Buddhas ist noch gar nicht vergangen. Wer ist klüger als ein Buddha? Nicht mal ein Arahant, der die Erleuchtung verwirklicht, ist klüger als ein Buddha. Und er wird dem Buddha in jedem Punkt Recht geben. Weil ein Arahant hat gerade mal die Erleuchtung verwirklicht. Aber er wird sich nie hinstellen und irgendwas sagen, das war falsch und das war falsch. Der ehrwürdige alte Mann hat genauso die Lehre des Buddhas übernommen, wie mein eigener Lehrmeister, der Schüler, Dhanachan Mahapur. 101 zu 1. Und wir haben, niemand von ihnen hat es gewagt, etwas abzuändern. Die Lehre wird genauso durchgezogen, wie sie vor 2500 Jahren durchgezogen wurde. Aber hier im Westen sind wir natürlich alle klüger als der erhabene Buddha. Und das darf ich doch fragen, oder? Also warum zeigt er dann nicht? Warum zeigt er dann nicht diese 10 Perfektionen, die ein erhabener Buddha ausmacht? Wir sind nur da oben klüger. Ne? Wir denken nur, klüger zu sein. Haben wir das geleistet, was ein erhabener Buddha geleistet hat? Haben wir das geleistet, was ein Arahant geleistet hat? Es gab 2 oder 3 Mal, wo ich mich auf meinem Weg gefragt habe, ob das, was mein eigener Lehrmeister gemacht hat, wirklich so das Optimale gewesen ist. Entweder wenn er mir mal zu sehr auf die Füße getreten ist. Und dann habe ich gesagt, was weißt du? Du stehst unten am Fuß des Berges und er steht oben. Er übersieht die Welt und du weißt, du siehst nur den Fels. Und das hat mir geholfen. Diese, im Deutschen würde man vielleicht sagen, Demut oder diese Einsicht hat mir geholfen, weiter bei ihm zu bleiben und weiter von ihm zu lernen. Ein paar Jahre später habe ich verstanden, warum er das gemacht hat. Das hat aber ein paar Jahre gedauert. Warum er genau dies in diesem Moment gemacht hat.
Und ich habe dann gesehen im Rückblick, dass er mir damit auf dem Weg geholfen hat und nicht im Weg stand. So. Wer bin ich, meinen eigenen Lehrmeister zu kritisieren? Und wer bin ich, den erhabenen Buddha zu kritisieren? Das mal als kleine Demutsübung für uns Westler, die wir alle denken, wir sind so klug. Wir sind die Creme de la Creme der Zivilisation. Wenn man mal länger in Asien gelebt hat, dann merkt man im Grunde genommen, wie dumm wir Europäer sind. Wir haben schon viel, viel länger, viel, viel mehr Weisheit. Und das ist, wir haben zwar viel, viel Wissen, mit dem wir viel, viel zerstören können, aber Weisheit haben wir wenig. Das bitte ich euch mitzunehmen. Also, was waren deine drei Fragen? Also alles, was wird, stirbt. Man kann also, wenn man sich das geistige Sinn in diesem Leben nicht mehr von Erdenvorsicht berufen, weil man damit praktisch das Ende der Welt nicht kann. Das, was du gesagt hast, ist allein, dass die Erde schützt, deswegen, wie man das nicht tun, dass wir nicht werden, loswerden wollen von Geschichten oder wie man dann praktisch in anderen Dingen, wenn man sie nutzt, wie man dann was wirkt. Und diese Einheiten, das steht auch in der Lehre schon drin, und es geht eigentlich genauso, dass alles Werken praktisch das Werken gleich. Ja, und wo kommt das Werden her? Ja, ein Zeichen von Schwäche, ja. Da kommt das Werden her. Das sind das ja auch sein, ja. Gut. Ich glaube, du hast gar. Ja, und was hat der erhabene Buddha gelehrt, wo das Werden herkommt? Schau doch mal nach der zweiten edlen Wahrheit. Kennst du die zweite edle Wahrheit? Also, da kommt das Werden her. Ja, aber wir haben den Antwort, weil ich Fragen stelle, wo ich dir beantwortet habe. Ja, ich habe sie dir doch beantwortet. Das ist meine Antwort, ne? Okay. Du kommst mit Meinung rüber, weißt du? Ich bin den Weg gegangen. Ich bin den Weg mit eigenen Erfahrungen gegangen. Und da kommt irgendjemand und stellt eine Meinung. Ne? Ja, ich lasse dir ja gerne deine Meinung. Ja, um dich darauf hinzuweisen, dass vielleicht deine Meinung nicht ganz so richtig ist oder nicht ganz im Einklang ist mit der Lehre des erhabenen Buddha. Ja. Der erhabene Buddha hat mehrere Formen von Antworten. Kennt ihr das? Also, eine ist eine Gegenfrage, eine ist Schweigen, das andere ist eine Antwort. Ja? Also, warum stelle ich eine Gegenfrage? Ich bin nicht der Erhabene Buddha. Nein, er hat Fragen beantwortet. Ja, kannst du mir als erhabene Buddha bezeichnen, das ist doch deine Meinung. Kann man auch noch eine andere Frage? Ja, ich möchte jetzt andere Leute mal zu Wort kommen lassen. Ja, also ich nicht, habe deine Hoffnung auch hier aufgehört, aber das ist im ersten Moment und da sind sehr viele Fragen auch entstanden. Und eine Frage, die für mich ganz essentiell da rausgekommen ist, weil ich diese Geschichte Himmel und Hölle sehr stark aus der katholischen Religion kenne und jetzt nicht so sehr, im Buddhismus habe ich mich damit eigentlich überhaupt noch nicht beschäftigt. Hm. Und ich gebe auch zu, dass ich da ein Buch gelesen habe. Jetzt ist meine Frage, wenn man diese beiden Dinge kombiniert mit der Wiedergeburt und mit der Himmel und mit der Hölle, ist die Frage, wann reinkarniert man eigentlich wieder, wenn man 150.000 Jahre in der Hölle war und kommt man dann aus 150.000 Jahren Hölle in die nächste Reinkarnation? Oder mich hat das jetzt alles völlig konfus gemacht. Ja, 150.000 Jahre sind 150.000 Jahre. Ob das jetzt so Menschenjahre sind oder Höllenjahre sind, ob die länger sind, 150.000 Jahre im Himmel sind. Für die Himmelswesen vergleichbar mit, was sind das, 70 Jahre ist vergleichbar mit einem Tag auf dem Erdenleben. Für die himmlischen Wesen. Also je nachdem. Aber du kommst genauso aus der Hölle heraus und dann wirst du einfach aufgrund deines guten Karmas oder das gute Karma, das du dir ja ständig auch
erwirbst, du erwirbst ja zwei Arten von Karma. Schlechtes Karma, das sich runterzieht, und gutes Karma, das sich raufzieht. Und da mein ehrwürdiger Lehrmeister hat erzählt, er ist direkt vom Himmel in die Hölle gefallen und von der Hölle wieder in den Himmel gekommen. Und sein Karma, also gewisses Karma, gleicht man da im Himmel aus, das ist man dann für eine bestimmte Zeit, und dann fällt man in die Hölle, da gleicht man wieder gewisses Karma aus, und dann geht man wieder in den Himmel, und dann gleicht man ein anderes Karma aus, und dann fällt man wieder in die Hölle, und dann gleicht man ein anderes Karma aus. Und so ist er eigentlich im Grunde genommen in diesen zwei Extremen, von einem Extrem ins andere gefallen, bis er mal wieder als Mensch geboren worden ist, und dann wieder so viel Karma gemacht hat, dass er wieder für die nächsten Zeit da oben, entweder oben oder unten. Er hat es so erzählt. Also man kommt immer wieder raus. Es ist natürlich nach der Hölle ein bisschen schwieriger, vor allem wenn wir so lange drin gewesen sind. Aber der erhabene Buddha hat ja auch zum Devata gesagt, ne? Als der das eingesehen hat, dass er sich falsch behandelt hat oder falsch gehandelt hat, und er hat um die Entschuldigung des erhabenen Buddhas gebeten, da hat er gesagt, diese Entschuldigung zu mir, das war für ihn ein sehr, sehr heilsamer Effekt. Das kann nämlich heißen, dass er einer der nächsten Buddhas werden kann. Gerade auch weil er sein Fehlverhalten noch vor seinem Tod eingesehen hat. Er kommt zwar da unten in die Hölle, aber er kann sich da auch weiterentwickeln. Und er wird irgendwann mal rauskommen und wird er auch Milliarden von Leben hinter sich bekommen, um sich zu perfektionieren. Er hatte ja schon der Devata, er hatte ja schon viele der Siddhis, also viele der magischen Kräfte, hat er schon entwickelt gehabt. Also das ist nicht so, ne? Man kann direkt vom Himmel in die Hölle fallen oder von der Hölle in den Himmel steigen, je nachdem wie unser Karma ist. Dass das nicht so häufig erwähnt wird, das ist klar, weil wir gebrannte Kinder sind. Gerade im Westen, in Asien ist das einzige Thema. Ich fand es halt immer so, dass die Kirche sich das so um die Menschen gefügig macht. Und mir hat es eigentlich so in der buddhistischen Lehre so gut gefallen, dass ich bin einfach selbst für meinen Scheiß verantwortlich. Ja. Ich werde es dann auch tragen und da stehe ich auch dazu. Ja. Aber ich habe keine Lust, irgendwie von irgendeiner Obrigkeit zu sagen, so, und weil du das gemacht hast, ab mit dir in die Hölle. Und du warst dein ganz liebes Leben von der Genesis gegangen, so kommst du zu mir nach oben. Das stimmt auch nicht so. Denn du bist selber derjenige, der über dich richtet. Ja, und deswegen richtest du dich. Der Herr Buddha hatte ja nur gesagt, ne? Und er hat es überschaut, wer und warum, wieso, in die Hölle gekommen ist oder in der Hölle da sein musste, ne? Man kann sich die Hölle, es gibt verschiedene Ebenen von ihnen. Es gibt die tiefste und es gibt also auch eine obere. Und es gibt auch einen Herrscher oder es gibt die Aufseher in der Hölle. Ne? Die haben nicht so viel wie die Leute, die da die Arbeit machen. Also da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Da gibt es ja auch wieder, genauso wie bei uns in der menschlichen Welt, sind die Höllenwesen sind ja nicht alle, die nur alle in Einzelhaft sind. Sondern da gibt es genauso eine Hierarchie wie in jeder anderen Daseinsebene auch. Genauso wie im Himmel. Gibt es ja auch Hierarchie. Du darfst es nicht so eng sehen. Ne? Wir benutzen, oder der arme Buddha hat die Hölle nicht dazu benutzt, um die Menschen gefügig zu machen. Er hat nämlich gesagt, du kannst dich aus der Hölle nicht freikaufen. Und wenn du an nicht glaubst, das nützt dir gar nichts. Die Buddhisten sind genauso dumm wie die Christen. Sie glauben nämlich, wenn sie an die Lehre des Buddhas glauben, dann kommen sie in den Himmel, und wenn sie nicht daran glauben, dann kommen sie in die Hölle. Das stimmt, hat überhaupt nichts damit zu tun. Deine eigenen Taten ist das, was du erfährst. Das Karma, und wir sind alle der Erbe unseres Karma. Machen wir schlechte Taten, dann müssen wir dafür aufkommen. Oder auf Deutsch gesagt, wir müssen die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebracht haben. Ob es uns schmeckt oder nicht. Ja. Und es war egal, wie man das dann bezeichnet. Ne? Ich dachte, dass ich das im Leben auslöffle. Also immer wieder in der Reinkarnation. Nee, leider nicht. Das gibt nämlich, es gibt, ne? Als ein Mann war, also es gibt einige, ne? Einige in Thailand, ne?
die waren dazu fähig oder dazu in der Lage, in all diese Daseinsbereiche zu gehen. Und die haben eben die sind in die Geisterebene gegangen, ne? Und haben mit den Geistern gesprochen. Die haben genauso Gefängnisse für die Hooligans in Geisterebene, wie wir Gefängnisse haben für unsere menschlichen Hooligans. Ne? Und im Höllenbereich ist es auch nicht anders. Aber im himmlischen Bereich ist es, ja, die Menschen dort haben, oder die Wesen dort haben auch Dukkha. Aber halt nicht so viel Dukkha wie wir. Aber sie haben auch Dukkha. Und sie können auch böse Taten verüben. Nicht so, dass die himmlischen Wesen nur gute Taten verüben. Aber im Normalfall, ja. Aber nicht immer. Sie können immer ganz schön böse eingreifen. Wenn ihnen irgendwas nicht passt oder wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, können sie auch eingreifen. Und dann können sie sehr viel Schlechtes kann man machen. Wie der eine Deva, der der Herrscher über den Höhenbereich war, der den Everding als seinen Mann so freischlagen wollte. Und sagt, pass nur auf, das kann man, du bist genauso im Kammer überlegen. Ne? Du bist zwar jetzt kräftiger und stärker als ich, aber du musst genauso Kammer, du stehst nicht über dem Kammer. Und dann hat sich das Deva zurückgezogen und hat Zuflucht als seinen Mann genommen. Er hat es natürlich mehr erklärt, und das steht in der Biografie des ehrwürdigen Meisters Mann drin. Da ist die Geschichte drin. Ich habe da jetzt nur die Essenz rausgeholfen. Andere, Michigeo und so weiter. Michigeo, das sind in Thailand die Nonnen. Die können genauso Arahant werden. Das liegt ja nicht daran, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Wir können alle die Erleuchtung verwirklichen, wenn sie sich richtig bemühen. Und da gab es einige, ja. Kannst du zum Abschluss noch was zu eurer Praxis sagen? Du sagtest ja, ihr meditiert 18 bis 21 Stunden. Ja, wenn es intensiv ist, ne? 21 ist sehr intensiv. Wo da der Schwerpunkt liegt und wie ihr, sozusagen vorher schon, die Vipassana ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und wie die Vipassana bei euch aussieht. Ja, Vipassana, das habe ich ja gesagt, Untersuchung des Körpers. Das ist das erste Thema. Und das kann halt sein, dass es für ein Jahr ist, oder für 10 Jahre ist oder für 20 Jahre ist, solange bis man dem Körper durch ist. Also Ayakema hat ja die Stück-für-Stück-Meditation gelehrt, wo man wirklich so in 5 Mark großen Stücken oder durch den Körper geht. Und ich glaube, das ist aber bei euch eher, also eine Betrachtung mit Fragen, hast du vorher gesagt. Ja. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Das finde ich ganz interessant. Ja, also. Erstmal müssen wir in der Lage sein, wenn wir unsere Konzentration, müssen wir die Konzentration entwickeln. Also wir müssen in der Lage sein, auf der Nase oder auf dem Arm, also mindestens 10 bis 20 Minuten bleiben zu können, bevor wir überhaupt mit der Untersuchung anfangen können. Weil wir müssen nämlich uns dann irgendeines der Objekte, sei es äußerliche, körperliche Objekte nehmen, das ist wie Haare, wie Zähne, wie Nägel oder wie die Haut, nehmen und zu untersuchen. Das heißt, wir müssen draufbleiben. Wir müssen mit unserer Konzentration während dieser Sitzung, die wir uns vornehmen, sei es jetzt 1 Stunde oder 2 Stunden oder 3 Stunden, nur bei diesem einen Objekt bleiben. Wir dürfen nicht zum anderen Objekt, weil das uns langweilig wird, sprechen. Genauso wie bei unserem Meditationsobjekt werden wir das Objekt nehmen und es untersuchen. Das können wir entweder mit Fragen untersuchen, das hinterfragen, da habe ich euch ein paar Beispiele gegeben, wenn man das hinterfragt, dass alles, was da schön ist in dem Körper und alles, was rauskommt, wo steckt der ganze Dreck? Das ist eine der Fragen. Ja, man kann auch andere Fragen stellen, aus was setzt sich das so auseinander. Oder man kann also auch die 3 Charakteristiken wie Anicca, Anatta, Dukkha zur Hilfe nehmen und sagen, das ist doch auch verkenntlich. Das verändert sich ständig. Das ist entstanden, das ist geboren worden und das verändert sich. Und das wird wieder sterben. Oder es ist Anatta. Ja, und der Buddha hat uns gelehrt, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Was auch immer, wenn ihr jetzt die Schale oder diesen Gong betrachtet, dann würde niemand davon auf die Idee kommen, dass er dieser Gong ist. Oder? Glaube nicht. Aber in dem Moment, wo wir die Hand betrachten, kommt jeder sofort auf die Idee, das bin ich. Und wer ist das, der weiß, dass das ich bin? Und wer ist das,
der weiß, dass es der Gong ist oder dass der Gong nicht ist. Das lernen wir mit Hilfe der Samadhi. Diese Samadhi-Übung, die ich vorhin beschrieben habe. Wir nehmen wahr an der Stelle der Konzentration. Das Objekt ist der Atem an dem Punkt der Konzentration. Das nehmen wir wahr. Also der Wahrheit entsprechend vernehmen. So. Und genauso ist es bei der Körperuntersuchung. Wir setzen den Punkt auf eine Stelle. Sei es jetzt nun äußerliche Körpermerkmale, die Haut, wenn wir zum Beispiel die Haut untersuchen, dann vergrößern wir mal. Wenn wir denken, wir haben eine besonders schöne Haut, dann schauen wir mal rein mit der Lupe. Wo kommt der ganze Dreck, der ganze Talg her? Und dann gehen wir mal in die Löcher, in die Poren und schauen uns das an, wo der Dreck herkommt. Und das müssen wir halt natürlich schauen. Dann müssen wir halt diese Haut oder das Stück von Haut immer in der Achtsamkeit haben, oder? Unsere Konzentration darauf halten und dort nicht weggehen. Nicht bevor wir das nicht verstanden haben. Das ist die ganze Kunst. Und das ist eine Übung, das ist eine Praxis, die muss sich erst erarbeiten. Wir müssen verstehen, Vipassana oder Einsichtsmeditation, das ist Entwicklung der Weisheit. Wir haben ja den achtfachen Pfad, oder wir haben ja die vierte edle Wahrheit, der Weg, der zum Ende alles Leidens führt. Das ist ja Sila, das habe ich ja mit Tugendregeln umschrieben. Das ist Samadhi, das habe ich mit Konzentration und Achtsamkeit unterschrieben. Und Panya ist die Entwicklung von Weisheit. Und die Entwicklung von Weisheit machen wir durch dieses Betrachten, durch dieses Untersuchen, durch das Hinterfragen. Und das machen wir genauso, oder das können wir genauso machen, wie mit unserer Meditationsobjekt. Wie wir den Atem beobachten, so beobachten entweder den gesamten, wir können den gesamten Körper nehmen oder wir können den Körper teilen. Wir können anfangen, mal die Haut abzuziehen und schauen, was unter der Haut ist. Das ist eine ganz interessante Übung. In dem Moment, wo wir uns die Haut abziehen können, dann werden wir plötzlich, wenn wir ins Spiegel schauen, wird man ziemlich erschreckt. Das ist nämlich etwas, was wir nicht so gerne sehen. Da werden unsere ganzen persönlichen Attribute ziemlich schnell wegfallen, würden wir die Haut abziehen. Also mit der Haut natürlich auch die Haare und so weiter. Und dann würde man auch kaum einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein sehen. Ja, auch eine ganz interessante Erfahrung. Die Haut ist, wenn sie transparent wäre, dann wäre für uns dieser Körper sehr uninteressant. Aber da sie eben nicht transparent, also nicht durchsichtig ist, dadurch entsteht die ganze Gier und Hass, die in Bezug auf diesen Körper ist. Wenn wir in den Körper reingehen, dann können wir das machen, also das, was Ayer Kemer gemacht hat, ist im Grunde genommen eine Vorstufe von der Untersuchung. Das heißt, einfach mit der Konzentration an einen Punkt hinzugehen und dort wahrzunehmen. So. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen durch den Körper durch und suchen ein Objekt, das interessant erscheint. Also bei der einen, der sagt, die Leber interessiert mich, oder die Niere interessiert mich, oder der Magen interessiert mich, oder das Essen, was jetzt im Magen ist, was ich vor einer halben Stunde gegessen habe, das interessiert mich jetzt, wie das aufschaut. Und dann geht er hin und dann hält er sich das in, dann richtet er seine Konzentration dahin aus und dann versucht er ein geistiges Bild auf. Das geistige Bild, wir sitzen immer mit geschlossenen Augen davor, wird irgendwann mal, wenn wir es lange genug geübt haben, wird entstehen. Ob es jetzt ein scharfes oder unscharfes, es reicht aus. Und dann fangen wir an, dieses geistige Bild zu zerzieren. Zu zerteilen, zu zerlegen, so lange, bis wir verstehen, was das eigentlich ist. Das kann man nicht erklären, was das ist. Wenn wir das erklären können, dann bräuchten wir die Übung nicht zu machen. Wir müssen es mit unserem eigenen Herz verstehen. Und die ganze Weisheit ist im Grunde genommen ein trainierendes Herz. Siehst du, hast du das jetzt verstanden? Wenn du es nicht verstanden hast, nochmal. So lange, bis du es verstehst. Entweder in Bezug der Anicca Anatta Dukkha Charakteristiken oder man lässt es in die vier Elemente verfallen. Die vier Elemente, die kennt ihr glaube ich auch. Das ist das Erdelement, Feuerelement, Wasserelement, Luft.
Wenn dann nur noch, wenn jedes dieser Objekte, wenn dieser ganze Körper in diese vier Elemente zerfällt, und man sieht es ständig, dass es zerfällt, dass da im Grunde genommen nichts Festes ist, dass dieses Feste, dass dieser Körper sich nur aufgrund unserer Energie, die im Chitta gebildet wird, zusammenfällt. Das hält nämlich die Elemente, die in unserem Körper herrschen, zusammen. Nichts anderes. Das Chitta hat die Energie, diesen Körper aus den vier Elementen diesen Körper zu formen. Und das hält es zusammen. Und daran kleben und daran haben. Und deswegen versuchen wir das zu untersuchen. Heute kann es, also in dieser Meditationssitzung kann es dieses Objekt sein, in der nächsten kann es das andere sein. Aber während einer Meditationssitzung wechseln wir nicht das Thema. Na, war das ausführlich genug? Ich habe nur noch eine Frage zu der Grundkonzentration, die notwendig ist und überhaupt erst wenn mit diesen Untersuchungen angefangen. Ist das angrenzende Sammlung oder Sammlung? Angrenzende Sammlung ist vollkommen genug. Wenn wir in der angrenzenden Sammlung gewesen sind und rauskommen, dann kann man schon im Grunde genommen anfangen. Dann ist der Geist etwas objektiver. Natürlich ist es schön, wenn wir in der tiefen Sammlung, dann ist der klar und durchdringend sofort alles. Deswegen war das für meinen ehrwürdigen Lehrmeister, nachdem er fünf Jahre im Samadhi gewesen ist, in jedem Moment, wo er rausgekommen ist, ist er gleich wieder rein. Und dann irgendwann hat ihn mal sein Lehrmeister angeleitet, jetzt endlich mal aus dem Futterdruck herauszukommen. Er hat gesagt, ein Schwein befindet sich auch in einem Futterdruck und er denkt, das ist das absolute Tipp. Jetzt kommen wir da raus und fangen wir mit der Untersuchung an. Und da hat er eine unheimliche Kraft und Energie gehabt und alles, was er angeschaut hat, hat er sofort verstanden. Weil mit dieser geistigen Energie und dieser geistigen Kraft, da brauchst du nicht mehr viel. Das ist ein unheimlich scharfes Messer, da brauchst du die Dinge nur ranzuhalten und dann sind sie schon zerschnitten. Aber solange wir eben einfach diese Kraft und Energie nicht haben, um diese Objektivität, um diese Dinge zu untersuchen, brauchen wir halt natürlich lange, lange Zeit. Muss man, wie bei einem Messer, das nicht so scharf ist, dann müssen wir halt lange rumfällen. Wenn es überhaupt nicht scharf ist, dann macht es auch keine Wirkung. Oder hat es keine Wirkung. Und für ihn war es dann so, dass der Körper innerhalb von 8 Monaten war der gegessen. Das war kein Thema. Aber er war halt 5 Jahre vorher im Samadhi, im tiefen Samadhi. Jeden Tag. Und das macht natürlich den Geist unheimlich scharf. Also wenn wir das nicht haben, dann müssen wir halt etwas selber. Aber angreifen kann ich das auch voraussetzen oder kann man da auch schon vorher anfangen? Also du kannst immer wieder so ganz allgemeine Fragen stellen über dein Leben, über was der Sinn deines Lebens ist oder was der Sinn dieses Körpers ist oder wie viel Zucker oder wie viel angenehme Empfindungen er dir heute gebracht hat. Und in welchem Bereich die angenehmen Empfindungen liegen, ob sie im Sehbereich oder im Hörbereich oder im Schmeckbereich oder im Riechbereich oder im Tast- oder Fühlbereich lagen oder sowas. Das kannst du natürlich immer machen. Das ist immer hilfreich. Aber wirklich mit der Untersuchung. Du musst ja im Grunde genommen, musst du ja ein geistiges Bild. Wenn du die Haut untersuchst, dann musst du da halt hingehen und wirklich, ne, wirklich dieses geistige Limit hat, dieses geistige Zeichen schaffen, dieses geistige Bild. Ob das jetzt nun scharf ist oder unscharf, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, du ziehst es einigermaßen nicht so. Wenn du das kannst, dann kannst du mit der Untersuchung anfangen. Gelingt dir das noch nicht, dann machst du halt die allgemeinen Untersuchungen. Das ist immer hinterfragt. Wo kommt der Schmutz her? Und dann kannst du auch nur mit der Lupe hingehen und mal die Haut anschauen und schauen, wo ist die Schönheit dieser Haut. Besteht nur aus Poren und Haaren und was weiß ich. Aber wenn wir so aus der Weide sehen, dann denken wir, das ist unheimlich. Kommen wir ein bisschen näher, dann werden wir enttäuscht. So war ich wieder bei meinem Mann. Hat noch jemand Fragen? Ja? Meine Frage ist, wie sich der Zeitbegriff entwickelt in Meditation. Also ob man, wenn man im Anfang von diesem Prozess heißt, genau, in der Weide noch ein Zeitempfinden hat oder ob es dann weggeht. In der angrenzenden Sammlung wird das Zeitgefühl, ja, weniger. Also was heißt weniger? Es verändert sich. Das heißt, selbst wenn man 2 Stunden sitzt, hat man das Gefühl, man sitzt, was heißt, vielleicht nur eine halbe Stunde.
Im tiefen Samadhi kann das Zeitgefühl vollkommen verschwinden. Man kann 12 Stunden da drin sitzen und dann hat man das Gefühl, man hat sich gerade hingefunden. Kann, muss aber nicht. Aber es wird auf jeden Fall immer weniger. Ne? Man denkt immer, man hat kürzer gesessen, als man eigentlich gesessen hat. Also es ist häufig so, jetzt habe ich gerade mal eine halbe Stunde und dann sind 3 Stunden vergangen. Das kann dann schon, das kommt dann häufiger vor. Also du fängst an, 1, 2, 3 und weg bist du. Und dann irgendwann kommst du mal wieder zu dir. Ah ja, dann sind so und so viele Stunden vergangen. So, na, war noch irgendwo? Also, das Gefühl zu tun, packt man es in der richtigen Richtung an, wo man irgendwo was auslöst. Ja. Und es ist ja jedem seine Sache, was er macht. Will er leben? Empfindet er das Leben als Vergnügen, habe ich ja auch nichts dagegen. Dann sollte er aber nur ein bisschen vorsichtig sein, dass man einfach diese Schutzregeln einhält. Der arme Buddha hat sie uns nicht umsonst gegeben. Ganz es liegt alles an euch. Das ist eure Sache. Ihr wisst ungefähr jetzt, wie der Weg geht, was die Voraussetzungen sind, wie weit ihr das betreibt. Das ist eure eigene Entscheidung. Im Grunde genommen viel mehr braucht ihr nicht wissen. Man kann dann noch ein paar Begriffe dann erklären, wie Avicca oder ein bisschen einsteigen in Anicca Anatta Dukkha oder auch die 5 Khandhas mal ein bisschen genauer erklären. Aber mehr, im Grunde genommen, wenn man die Praxis gehen will, braucht man nicht zu wissen. Karma ist sehr schwierig zu erklären, das ist. Also das ist jedenfalls meiner Fähigkeit. Aber die anderen Sachen, die kann ich relativ gut einschätzen, relativ gut erklären. Mehr braucht man nicht zu wissen. So, also wenn jetzt keine Fragen mehr sind, oder? Ja? Nein? Gut. Dann wünsche ich euch alle ein frohes Schaffen und eine schöne Enttäuschung. Ich möchte mich dann herzlich im Namen aller bedanken, dass du uns hier an deinem buddhistischen Erfahrungshorizont hast teilnehmen lassen und dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Alles klar. So, einen schönen Abend.